Und da kommt unser erster Platz in der Kategorie Semiprofessionell. Hey guys, it's Jess. Hey guys, it's Jess. Hey guys, it's Jess. Hey guys, it's Jess. Today I've got something very special for all of you who are still in need of a last minute Christmas present. It's easy peasy and all you need are free things. See you in the next one. Inside of Emptiness heißt das Projekt. Timon, und für die Jury kommt Bruno Nonninger zu uns nach vorne. Applaus für den Preisträger. Jawohl, zwei Preisträger und ein Bruno. Bitte schön. Zehn Preisträger. Zehn Preisträger haben wir insgesamt. Ja, wir erfahren, müsst ihr euch daneben vorstellen. Die müssen wir noch ans Bild quasi ranmachen. Aber wir übergeben das Wort wieder, dass wir noch ein bisschen mehr erfahren und auch ein bisschen mehr über den Hintergrund des Films erfahren. Ja, zunächst herzlichen Glückwunsch für den guten Beitrag, oder sehr guten Beitrag, Platz 1. Der Titel Inside of Emptiness sagt schon ein bisschen was über den Ansatz. Ich frage mal ein bisschen provokant, früher oder bis heute, bis vor kurzer Zeit, war Influenza eine Krankheit. Heute ist es ein Beruf, der krank macht, oder was war euer Ansatz? Genau, das ist im Prinzip so ein bisschen der Ansatz. Es gibt Studien, die besagen, dass ein Drittel der Jugendlichen tatsächlich den Berufswunsch Influencer hat. Das ist ein immer weiter wachsendes Phänomen. Und unser Ansatz ist es eben, diesen Medienreflexionsaspekt ein bisschen zu schulen, dass also den Leuten ein bisschen klar wird, das, was ich am Bildschirm sehe, ist eigentlich nur ein Ausschnitt der Realität. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was an Arbeit eigentlich dahinter steckt und was jetzt leider ein bisschen weggeschnitten wurde. Oft genug steht auch einfach ein Management hinten dran. Wenn es um so krasse Werbeverträge geht, dass Influencer, ob jetzt bei Instagram, bei YouTube, teilweise fünfstellige Beträge für ihre Beiträge bekommen, steckt da eben auch ein krasses Management mit entsprechenden Verträgen hinten dran, und da ist der Leistungsdruck wirklich extrem krass. Wenn man in diesem Markt irgendwie Fuß fassen will, überleben will, in Anführungszeichen, wenn man davon wirklich leben können will, ist es ein extrem harter Job. Man hat 60, 70 Stunden Wochen, die man einfach reinstecken muss. Und was halt bei YouTube dann so nach leichter Arbeit, auch ich lade mal so ein paar Videos, eben aussieht, da steckt halt doch noch viel, viel mehr hinten dran. Wir setzen dieses Video auch bei Medienkompetenz-Schulungsworkshops mit Schülerinnen und Schülern ein, 3. bis 7. Klasse. Genau. Ja. Ja, eben, und der Titel deswegen auch bewusst gewählt, ne? Da steckt sehr viel dahinter. Aktuell beschäftigen sich Gerichte mit dem Influencer-Dasein, ja, gerade die Woche in Medien. Ihr spielt ja auch bewusst in dem Film, ihr habt ein Setting, eigentlich technisch wenig Schnickschnack, wenig Aufwand, aber das zeichnete für uns den Film eben auch aus, den Beitrag, weil ihr sehr stark ja darauf eingeht und damit auch spielt, was eben dieses Doppelleben der virtuellen Realität, aber letztlich auch der eigenen Identität mit den Menschen macht. Also wir machen was mit den Medien, aber die Medien machen natürlich auch was mit uns. Und das dann auch bei Kompetenzschulungen einzusetzen, sehr guter Ansatz. Also ich kann jedem nur empfehlen, sich den Beitrag in der Mediathek mal in voller Länge, überhaupt alle preiswürdigen Beiträge und auch alle, die sonst eingestellt wurden, anzuschauen, denn preiswürdig war hier besonders auch, viele fragen sich ja immer, wann ist ein Film preiswürdig, eben filmisch umzusetzen, was eigentlich schwer in Bilder zu fassen ist. Ja, und das fand ich sehr, sehr gut. Also herzlichen Glückwunsch noch. Dankeschön. Dafür sind wir in der Medienpreis.
wo können wir denn die anderen, die noch mitgewonnen haben, neben euch noch sehen? Gibt's eine Seite? Also, das war ein Projekt von der Universität Mainz. Wir haben an einem internationalen Wettbewerb teilgenommen, das ist die EDIT, das ist Educational Video Contest. Da hat man 5 Tage lang Zeit, ein Video zusammenzustellen, das heißt von der Idee, Drehbuch, Filmen, Schneiden, Üben, Schreiben, alles, bis zur Veröffentlichung. Das wird in einem Seminar gemacht von Frau Bauer, das beschäftigt sich mit Medienpädagogik. Und das heißt, das ist jedes Jahr eine neue Zusammenstellung, wenn an dem Projekt teilgenommen wird. Und ja, das ist eine sehr schöne Sache. Okay, das haben wir gesehen und auf jeden Fall preiswürdig. Dankeschön. Jetzt bitten wir wieder an die Fotowand, das wollen wir festhalten für die Nachwelt. Herr Eulmann, es gibt kein Kilometergeld.